Also, ich werde dich jetzt mal richtig ironisch vergewaltigen. Ist zumindest... Ja. Das ist wieder ein guter Eröffnungssatz vorm Intro. Ich folge halt niemandem, der sowas. Ja. Ich habe eigentlich nur Leute, die ich persönlich kenne. Oder Skater. Aber es war doch jetzt auch nur ein Video, oder? Wo sie sich so zeigt. Naja, sie macht das halt jetzt immer mal wieder. Ich habe jetzt hier... Ja, Leute, ich beschwere mich gerade über halbnackte Frauen auf meinem Instagram-Feed. Wenn ja, ich jetzt hier so durchscrolle, sieht man natürlich gar nicht so viel. Aber ich wollte gerade sagen, es ist doch auch dann einfach okay. Naja... Ja, es ist schon sehr figurbetont, ne? Das ist schon, das darf sie ja, aber dann will ich nicht mehr folgen. Ich will Skate-Content sehen. Ja, also man merkt, also ich würde auch sagen, man erkennt an ihrem Blick und ihren Posen, sie will auch schon irgendwie Reize an irgendwie... An ihrem Po. Auch. Sie möchte schon imponieren und so, aber kann sie machen. Ich für solche Accounts nicht, zum Beispiel. Mir ist es wurscht, aber ich finde es irgendwie auch okay und... Ich muss auch gestehen, auch wenn ich bei meinen Vorschlägen manchmal sehe, wie eine Person, die ich hübsch finde, irgendwie gut aussieht, dann guck ich auch mal drauf. So. Da guckst du auch mal drauf. Da guck ich drauf. Und like auch mal. Ich habe auch ein, zwei Bekannte, die auch OnlyFans und sowas machen. Die zeigen auch manchmal so ein bisschen mehr. Aber ja, wenn man das halt weiß, die machen das mit ihrem Leben, dann ist es halt so. Ja, so ein klaffendes Arschloch im Feed hat noch niemandem geschadet. Ohne Scheiß, ich habe einmal aus Versehen jemanden... Jemanden entdeckt. Doch, ich habe bei Twitter habe ich mal zufällig so ein paar Pimmelbilder gesehen und Körperbilder von irgendeinem Account, der mir vorgeschlagen worden ist. Mhm. Ich habe bei meinem damaligen sexualpädagogischen Account bin ich auch so Gay-Seiten gefolgt. Und da kam auch manchmal ich habe auch einen sexualpädagogischen Pornhub-Account. Das nicht. Aber ich habe mich halt informiert über verschiedene Dinge. Ja. Und natürlich guckt man auch mal privat drauf. Aber es war halt im Arbeitskontext. Da sehe ich ja manchmal auch so OnlyFans-Accounts. Da habe ich einen gesehen, der war halt so, habe ich vielleicht auch schon mal hier erzählt, keine Ahnung, habe ich halt so einen Pimmel gesehen im Feed, dachte, kommt mir bekannt vor. Ja, und gucke auch, also ich kenn's ja. Und gucke auch so irgendwie auf den Körper und so und auf den Account und dann ist so das Alter, könnte Person X sein. Und auch der Name hat so ein bisschen auf seinen, ich will es nicht doxen, hat auf seine Hobbys angespielt. Und ich dachte, wow. Skaterboy 96. Jetzt vergleiche ich mal so ein bisschen sein Instagram-Account, sein eigentlichen so und erkenne auch so ein bisschen dieselben Tattoos so am Knie, so im Oberschenkelbereich. Ich dachte, okay. Und habe ihn dann auch angeschrieben und gesagt, sag mal, ist es dein Account dort? Und er so, woher weißt du das? Und ich so, wenn du deine Tattoos nicht abdeckst, dann ist es erkennbar. Ja. War ganz kurz awkward, aber wir haben dann drüber gelacht und ich habe ihm dann viel Erfolg gewünscht. War witzig. Fand ich viel witzig. Erfolg, nice cock. Nee, den kannte ich ja schon. Also es ist ja eine Person, mit der ich mal was hatte. Na gut. Deswegen war es auch irgendwie okay. Hey, das kann man immer sagen, auch mit Verflossenen. Also alle da draußen. Klar. Meine ganzen Ex-Frauen, nice cock. Aber es ist auch spannend. Also ich denke meistens, ich vergesse dann auch die Körper von den Leuten. Also mir geht es so, ich habe ja schon ein paar Leute kennengelernt in meinem Leben, so auf die Weise. Und wenn ich mich jetzt zurückdenke, irgendwie an den Penis oder an irgendeinen Körper von jemandem, denke ich mir, ich habe das alles vergessen. Also wenn du aber ein Bild siehst und... Da kommt alles so Vietnam-Flashback. Ja, und so markante Sachen, wie so ein Leberflecken. Napalm, Schwänze. Da habe ich gemerkt, ich habe doch einen guten Cockradar in meinem Kopf, ein Cockgedächtnis. Ja. Gut, wir haben hoffentlich auch ein gutes News- und Shitposting-Gedächtnis, was so die letzte Woche betroffen hat. Oder ein Telegram-Feed, wo man alles... Oder das, ja, die Stütze des alternden Gen-Y-Menschen. Ja. Gen-Gaga. Die ist jetzt hier in dem neuen Joker-Film. Interessiert dich dafür? Das ja, ist ein Musical. Doch, will ich sehen. Stimmt, habe ich gelesen. Also so, habe ich gelesen, habe es vergessen, aber es stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass es halt so ein Musical ist wie Wonka oder so, wo halt viel gesungen wird, aber nicht die ganze Zeit, das glaube ich nicht. Also ich bin ja Fan von Lady Gaga und ich habe auch durch sie die American Horror Stories angefangen. Aber gerade ihre Staffel fand ich am langweiligsten leider. Aber sie ist eine gute Schauspielerin, sie singt super toll, sie ist super hübsch. Also ich mag die echt und freue mich sehr auf den Joker-Film. Ich werde ihn auf jeden Fall sehen im Kino. Können wir gerne gemeinsam hingehen. Ich freue mich drauf. Hab ich Bock. Den habe ich gar nicht jetzt so releasemäßig auf dem Schirm. Wir haben gestern über den Beamer Dune 2 endlich mal geschaut. 3,5 von 5, Leute. Musst du euch enttäuschen. Ist das schon zu sehen? Dune 2? Den ist der zu sehen. Das ist doch, heutzutage geht das ganz schnell. Oder also der war vor 4 Monaten oder 3 Monaten kam der ins Kino. Und das war jetzt Amazon Prime oder sowas, wo Kalle den da geholt hat.
Und ja, dann über den Beamer geschaut und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Dann habe ich zu Basti gesagt, der nächste Kinofilm, den ich im Kino auch mal sehen wollen würde, wäre für mich Deadpool 3. Ja. Und der müsste eigentlich schon vor der Tür stehen. Was auf jeden Fall vor der Tür steht, ist der neue Beverly Hills Cop. Ich weiß nicht, ob der für dich irgendwie eine Rolle gespielt hat. Nee. Eddie Murphy. Dö, Ja, doch, im Char, da kann die Memes kennt man. Ja. Dieses Bim Bim kommt eigentlich gar nicht Nee. vor, das ist nur von dem Aber ich hässlichen kann es Frosch. nicht mehr wegdenken, leider, dieses Bam Bam. Ja. Also, ich kenne natürlich Eddie Murphy und ich fand ihn auch mal witzig und so. Ich kenne auch Filme von dem, aber Beverly Hills Cop war jetzt nicht so mein Ding. Habe ich nicht geschaut. Also meine absolute Kindheit und anders als die populäre Meinung finde ich den dritten Teil am besten. Weil alle immer so sagen, ja, der dritte, der ist so, oh, das war halt meine Kindheit. Da ist halt Eddie Murphy, der krasse Polizist, der erst schießt und dann Fragen stellt. Ja, nicht ganz, ne? Aber der ist da in so einem Vergnügungspark und das war immer als Kind für mich so geil. Jetzt ist ein Teil 4, jetzt quasi Jetzt kommt Teil 20 Jahre 4, später genau gefühlt. das. Und es sind alle wieder dabei, diese ganzen. Da ist halt einer in Rente gegangen, der ist jetzt, weiß nicht, Ende 70, kommt der nochmal wieder, der Sergeant Taggart. Und bis jetzt, ja, sieht es so aus, als wäre das nicht so, was in den letzten Jahren üblich ist, so dieser billige Cash Grab. Wir machen nochmal, weil früher gab es Leute, die das gefeiert haben, jetzt machen wir nochmal Ghostbusters, ja, oder so ein Scheiß. Machen jetzt Ocean's 8 mit nur Frauen, weil da gibt es ja mal eine Marke. All diese Sachen. Das scheint hier nicht so zu sein. Ich bin vorsichtig gehypt. Ganz vorsichtig. Aber war Eddie Murphy nicht auch problematisch? Hat er nicht mal irgendwas Doofes gemacht oder gesagt? Ich dachte, er war auch so auf der Cancel-Liste. Nee. Okay. Kann sein, dass er mal einen Trans-Joke gemacht hat. Ah, anders wurde er nicht. Oh. Wurde nicht mal irgendein Komiker aus den USA mit einem Transsexuellen erwischt, irgendwie im Auto, und dann war die Karriere vorbei. War das nicht auch mal so ein Fall? Also Eddie Murphy, da ist die Karriere auf jeden Fall nicht vorbei. Ich google mal ganz kurz hier Eddie Murphy-Skandal, während du vielleicht den Podcast Na, ankündigst. aber sicher. Ich wollte nur sagen, Coming to America 2 war jetzt natürlich Schmutz, aber Dolemite war schon gut. Also Eddie Murphy ist noch gut dabei. Und Straight to Netflix ist es natürlich eine Red Flag. Da muss man aufpassen, aber ich freue mich trotzdem. Eddie Eddie Murphy Murphy wurde mit wurde bei einer einer transsexuellen transsexuellen Prostituierten Prostituierten erwischt. erwischt. Ja, Geil. irgendwas ist es gewesen. Er geriet in Schwierigkeiten deswegen, aber weil es prostituiert ist und nicht Wahrscheinlich deswegen, transsexuell. genau. Und weil es auch schon ewig her ist, wahrscheinlich, ne? Shit. Ups, Ja, da war es. dann hat er doch keine Trans-Jokes gemacht, sondern den Joke gelebt. Und es Ist doch gab einen schön. Unfall bei den Dreharbeiten, der den Film überschatten soll, oder den Dreh. Oh. Naja, egal. Wir sind auf jeden Fall Brennpunkt Internet. Wir sind Eddie und Murphy. Ja. Und wir sagen euch, was so die letzte Woche passiert ist und was die nächste Woche passiert. Weil ich glaube, ich guck mal nach. Ich glaube, in 2, 3 Tagen kommt der Film auf Netflix. Und ich habe Ach, Erwartungen. nicht mal im Kino? Nee, der kommt Beverly Hills Cop. Nee, am 4. Juli erst. Okay. Ah. Ist noch ein bisschen hin. Ja, aber nicht mehr lange. Also ist Ja. auch jetzt schon um die Ecke. Also David hat auch gesagt, kann man sich schon angucken. Also nicht, Hat noch gar nicht man hat gesehen. nicht die Möglichkeit, ihn sich schon, aber kann man schon mal machen. Also So, ist kein. er zerstört gern viele Filme im Nachhinein, aber im Vorfeld, ach, der ist auf jeden Fall toll. Nein, Kann das man hat schon er mal so nicht angucken. gesagt, aber kann man sich auf jeden Fall angucken. Man kann sich vieles angucken im Vorfeld. Ich war auch gestern, ich will auch noch eine Kinoerfahrung teilen. Ich bin ja ein Fan der Band Ghost. Und die haben ja auch so ein Universum um sich gebaut, ne? Das ist ja irgendwie Papa, der Papst quasi, Tobias Forge heißt eigentlich. Der hat ja nach jedem Album seine Persona geändert. So hat immer einen neuen satanischen Papst irgendwie erfunden. Und jetzt ist es aber zum ersten Mal so, dass es irgendwie jetzt schon derselbe bei drei oder zwei Alben war. Und jetzt hat er einen Film drum gemacht, was eher so ein Live-Konzert eigentlich ist, aus Los Angeles, wo Film- und Fotoverbot war. Aha. Und wurde jetzt quasi ein halbes Jahr später im Kino gezeigt mit so Zwischenszenen. Also, hier geht man mal von der Bühne runter, auch bei dem Konzert. In so eine Weil, Sackbox rein? genau, quasi inspiriert von der Till Lindemann-Story, die auch vielleicht mal verfilmt wird. Die wird auf Pornhub jeden Tag verfilmt. Das stimmt. Wie er Bücher fickt und so. Er geht von der Bühne immer mal und kommt dann so ins Gespräch mit irgendwelchen Crewmitgliedern, mit seiner Mutter und seinem Vater und so. Und also die halt aber ja schon sehr alt sind, der Vater ist schon tot und so. Das ist wirklich ziemlich alt. Das stimmt. Er ist 80 in dem Film, aber halt schon tot. Kommt als Geist quasi wieder. Das ist auch kein Spoiler, das ist schon Okay. relativ am Anfang. Als Ghost quasi. Als Ghost. Und die überreden ihn quasi abzutreten, langsam mal als Papst der Band und so. Er ist ein guter Entertainer und so, aber er muss auch mal abtreten. Darum geht es dann quasi währenddessen. Das ist super gut gemacht. Es ist nicht nur für Ghost-Fans. Also, ich habe gestern meinen Freund mitgenommen, der jetzt auch nicht. Er mag Ghost, aber ist jetzt kein Riesenfan davon. Trotzdem hat es ihm gefallen.
Es war auch so ein Event, wo auch alle viele geschminkt waren, Cosplay, wie halt die Band so aussieht. Mhm. Und das ist richtig cool. Also ich finde, das war toll gemacht, das war schön, war teuer. Ich hatte Kopfschmerzen, leider, das hat es ein bisschen überschattet. Wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch Right Here, Right Now an von Ghost. Und ich werde auch den Song, der dann gestern quasi released worden ist, halt, oder heute, für euch vorgestern, in die Playlist packen. Ja, Familienfeier von KIZ. Auch der, KIZ, mhm, auch geile Songs rausgebracht wieder. Kann man auch. Naja, ich habe ein paar gehört, Familienfeier war ganz witzig, aber der Rest hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Aber wie dem auch sei, gut, dass du Ghost angesprochen hast, denn heute, wir nehmen ja nicht zum Samstag auf, sondern mal wieder zum Freitag. Heute ist der Ghosts Skateboarding Day. Ah, der echt? Ende 20. ist der internationale Ghost Skateboarding Day. Was heißt das? Das ist mal als Gespenst verkleidet skaten geht. Einfach skaten gehen. Alle. Ach so. Da, heute gibt's keine. Da, schlechtes Wetter. Nee, da wird gegoat heute. Heute ist Gewitter angesetzt. Ich weiß. Da wird durchgeskatet. Wenn dann ein Blitz den einschlägt. Blitz hochgrinden in den Himmel rein. Okay, gut. Ja. Bin gespannt, ob du das durchziehst. Ja. Und andere auch. Ja, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn haben wir übrigens noch nicht gesagt. Für Leute, die hier vielleicht das erste Mal einschalten, das ist quasi jetzt der Cold Opener gewesen. Der ist bei uns in der Regel sehr, sehr lang. Jetzt schon sehr lauwarm. Wie unsere Schwäne. Ich habe keinen Schwan zu Hause. Mir schwant Böses. Und dann sagen wir dieses saftige Aloha oder so und dann gucken wir auf unsere Liste, die da nicht mehr hängt, was eigentlich unser Plan heute ist. Das wird eine Geburtstagsliste. Ja. Wer ist denn als nächstes dran? Kann man das hier outen? Das sind Namen drin, die sind nicht in der Öffentlichkeit. Die werde ich nicht vorlesen. Oh, die Geburtstag haben. Ja? Jetzt am Sonntag. Warte, jetzt hat hier ein Danny Geburtstag. Ah, ja, stimmt. Heute quasi, also wenn der Podcast erscheint, hat ein Danny Geburtstag. Ja, stimmt. Das darf ich nicht vergessen. Ja, und dann sagen wir, was die letzte Woche so passiert ist. Ja, aber KIZ ist ein wichtiges Thema. Die haben jetzt irgendwie jeden Tag oder alle paar Tage ein... Es heißt nicht mehr Musikvideo, es heißt jetzt irgendwie Visual rausgebracht. Es ist wohl so ein bisschen eine Abschwächung von, es ist kein krasses Musikvideo, es ist eher so ein, wir performen halt den Song und haben ein paar coole Bilder gemacht, aber es ist nicht offizielles Musikvideo, dafür ist es nicht aufwendig genug. Wobei ich die schon sehr aufwendig fand, gut gemacht fand und auch die Songs sind sehr, also sehr erwachsen geworden. Also es ist nicht mehr so irgendwie, er fickt seine Mutter, sondern es ist jetzt. Das ist auch ein Witz, den habe ich noch nie gehört, dieses ich fick deine Mutter, das ist wirklich... Das haben die vor 20 Jahren gemacht. Das ist eine innovative Idee eigentlich, oder? Ja. Das mal zu sagen. Mach das mal. Da sollte der Rap mal den Hebel ansetzen. Aber die waren die coolsten darin, weil die haben es ironisch gemeint. Ja, ich hatte gestern auch so einen Text vorgesetzt worden. Ist natürlich jetzt ein bisschen vielleicht ein undankbarer Vergleich, aber Menos Moos wird ja von diversen Leuten hier im Umfeld gefeiert. Und da habe ich mir auch den Text angeguckt und ich verstehe das alles, dieses ironische Haha und Urwill, du hörst wahrscheinlich gerade zu, hallo, Küsschen gehen raus. Aber im Endeffekt sagst du dann halt ironisch die gleiche dumme Scheiße. Weißt ja, du? Natürlich, ja, ja. Sicher. Also, ich weiß nicht. Und mein Ansatz ist ja nicht, dass ich das bashen will, ja, aber für mich ist es eine gewisse Doppelmoral, wenn man das dann ironisch feiert und dann aber sowas wie Malle-Musik übelst abhatet. Ich finde, das hatte man, es ist ein Unterschied, auch wer das hört. Ne? Ich glaube, bei Malle, da feiern ja echt so tausende heterosexuelle Okay, Männer. Und du meinst nicht, auch Ronny aus Erfurt freut sich, wenn es heißt, es ist 3 Uhr nachts und ich freue mich auf deinen Arschloch. Das gibt's auch, aber übrigens, das ist der einzige Song, den ich mag von denen. Ich dachte, alle Songs sind irgendwie so poppig und lustig, aber es ist alles so scheiß Rap, so Hip-Hop mag ich gar nicht bei denen. Mhm. Ich bin echt sehr selektiv. KIZ, richtig geil. Trailer Park sind mittelmäßig, waren immer so ein bisschen die Wannabe-KIZ. Viele werden mich jetzt hassen dafür. Trailer Park, die hatten noch immer Prostituierte auf der Bühne. Da wurde auf jeden Fall... Feminismus großgeschrieben, Tino. Ja, alles ironisch. Und jedenfalls Daumen nach unten, Menos Moos. Also, ich werde dich jetzt mal richtig ironisch vergewaltigen. Ist zumindest... Ja. Das ist wieder ein guter Eröffnungssatz vorm Intro. Ist ja auch so ein Lindemann-Ding, ne? Irgendwie bis rauskam, was er wirklich für ein Mensch ist. Ich will jetzt ihn nicht beleidigen, weil er mich sonst verklagt. Wieso? Ist er, hat er schwarze Haut, oder? Na genau. Man dachte halt bis dahin so, es ist irgendwie Kunst und so und es kann man irgendwie nochmal trennen, aber bei Lindemann war es jetzt irgendwie weniger Trennung von Künstler und Kunst. Und bei KIZ hat man schon das Gefühl, dass sie das irgendwie sehr karikieren und dass sie sich drüber lustig machen und sich auch selbst oftmals dissen in den Texten. Ich glaube nicht, dass KIZ im Privatleben koksen. Nee, nicht alle. Und nicht immer. Ja. Kann schon sein. Aber coole Songs jedenfalls. Gut, was ist denn sonst noch passiert? Die letzte Woche stand so ganz im Schatten von zwei ganz großen kleinen Männern.
Kim und so. Putin. Ja, beste Freunde. Die sind jetzt beste Freunde, denn Putin hat Nordkorea besucht und wie es scheint, hat Kim da eigens für Putin ein ganzes Museum bauen lassen, wo irgendwie Skulpturen und Gemälde von Putin drin sind. Ganz, ganz komisch. Oh. Aber die Meme-Mühle ist am Rotieren, denn jedes einzelne Foto, was da released wird, ist natürlich ein Schmankerl. Wie die zusammen im Auto sitzen und sich so freuen oder Putin halt die Büste von sich da anguckt und so. Ganz, ganz weirder Shit. Auf der einen Seite feiere ich das, auf der anderen Seite ist es natürlich dieses, was ich dir neulich geschickt habe auf Instagram, so eine spanische Politikerin, die so, so meme-mäßig für sich Wahlkampf macht, also so an den Fernseher klopft, dann sieht man da Loki aus Avengers und der guckt auf ihr Handy und dann zeigt sie das Handy und das ist dann ihre Wahlwerbung drauf. Aber ja auch nichts Neues, weil er schon irgendwie... Ja, aber ich sage, so sollten Politiker mehr sein, so den aktuellen Zeitgeist einfach. Stell dir das nochmal vor, Alter. Söder ist ja ein ganz klein bisschen auf dieser Spur, weil der auch so Fußball und so, ja, der holt halt Leute damit ab. Aber jetzt stell dir mal vor, die Leute wären noch mehr so. Das ist natürlich ein gefährliches, ja zweischneidiges Schwert, ja genau. Das ist gefährliches Fahrwasser, aber das ist, glaube ich, in Long Run egal. Auch wenn es cringy ist, kommen die Politiker trotzdem, guck mal, Amthor, ja, jeder kennt den. Vielleicht nicht jeder wählt den, aber man kennt den halt. Ja, doch, man hat irgendwie eine Sympathie für ihn auch, ne, obwohl er ja auch jetzt nicht der sauberste Politiker ist und so. Das stimmt schon, das macht was her. Würde ich mir auch wünschen, aber ich kenne auch ganz viele so Compilations von irgendwelchen TikTok-Videos von FDP-PolitikerInnen und so. Es ist schon manchmal sehr awkward und so und so ein Fremdschämen. Ich glaube, da ist halt auch die Diskrepanz, weil die ganzen besonders FDP, das sind halt diese typischen Anzugträger, die dir das Multilevel-Marketing aufschwatzen wollen, so diese Leute. Wenn du aber halt da jemanden hast, der vielleicht nicht im Anzug ist, sondern hey, yo, Leute, hatten wir ja letzte Woche erst schon, will ich gar nicht so ausführen. Was hat man eigentlich? Kim und Putin. Kim und Putin. Weil die so ist ja auch Trump ins Amt gekommen, unter anderem. Da waren ja so viele Shitposter dabei, die sich gedacht haben, lol, für den wähle ich mal, weil der ist ja ein Running Gag so. Gefährlich, ja. Und jetzt sammeln die halt Sympathien, weil guck mal, die beiden Buddies, die da rumalbern. Das finde ich schwierig. Aber auch witzig. Naja, aber das Ganze auch lächerlich machen. Also ich glaube nicht, dass jetzt so viele davon jetzt überredet werden, die gut zu finden und überzeugt werden, die gut zu finden. Ja, glaube ich nicht. Du musst aber mal denken wie so ein 14-Jähriger, weißt du, der das sieht. Und ich glaube, die sagen sich dann nicht, oh, das sind aber hier Despoten, das geht ja nicht. Die sagen sich, guck mal, die Witzigen, wie die da. Ja, das kann ja alles sein. Ja, natürlich machen die auch das mit einem Kalkül, die beiden, dass sie sich da treffen und so niedliche Fotos machen. Die wissen ja, wie das Spiel funktioniert. Das ist ja keine Frage. Ich würde es nicht gar so irgendwie dramatisieren, aber ich habe eher Angst davor, was die beiden da besprechen, was die beiden eigentlich so vorhaben. Das haben sie ja schon gesagt, und zwar haben sie jetzt einen Deal gemacht, einen Unterstützungspakt, die sind jetzt quasi die Mini-NATO. Wenn einer angegriffen wird, kommt der andere zur Hilfe. Ich wüsste zwar nicht, wer jetzt unbedingt Nordkorea angreifen wollen würde, weil sollen die halt ihren Hunger leiden da und ihren Scheiß machen in ihren Grenzen, aber... Das ist natürlich trotzdem so. Ich glaube eher, dass Putin was davon hat. Ich glaube, der hat so wenig Panzertruppen noch und er ist so am Arsch, dass er noch Nordkorea ranholen musste, damit die ihm militärisch helfen. Auch bei dem weißt du ja immer nicht so richtig, wie weit ihre Technologie fortgeschritten ist. Ne? Ja. Die machen zwar auch tolle Videos und so und präsentieren sich immer als Fortschrittsnation, aber eigentlich ist da wohl ganz viel im Argen und viel geht da auch kaputt und schief und viel Fassade. Ich glaube, es ist eher so ein Schein, glaube ich nur. Ich bin nicht alleine, ich habe Nordkorea, guck mal, es haben Biden und Scholz aber Angst vor mir und Zelensky. Ja, was natürlich alles nicht so relevant ist. Ja, lass sie ruhig ihre Memes machen, ganz witzig, denn das Einzige, was zählt, ist Fußball! Zum Beispiel mal Fußball, ich hätte noch kurz was zwischendurch, nämlich gab es ein Konzert von Rod Stewart in Leipzig. Das habe ich auch mitgekriegt, aber das hättest du ja auch einfach nach Fußball sagen können. Nee, ich finde es fast... Oder ist das ja wie in der Tagesschau, dass der Sport am Ende kommt? Ja. Hallo, Fußball! Ja, Rod Stewart war in Dresden auf Konzert und hat da Dinge gesagt und er hat Dinge gesagt, so, ne, irgendwie für Frieden und so, was ja immer erstmal alle geil finden, aber dann halt. Als Einordnung, Rod Stewart ist der Geile, der euch die Ohren beschallt hat. In der GTA San Andreas mit Young Hearts. Ja, stimmt. Ich glaube aber, der Song heißt Young Turks tatsächlich. Oder? Ich weiß, Young Hearts ich weiß, Run Free, aber meinst. Ich glaube, der Song. Nee, warte mal. Der heißt Young Turks. Young Hearts ist nochmal ein anderer. Der Song heißt auf jeden Fall Young Turks, aber
Young Hearts ist ein anderer Song. Ich glaube, ich verwechsel das gerade. Auf jeden Fall hat der Young Turks. Sehe ich gerade nicht. Die beiden, die sich treffen, das Männlein und das Weiblein. Die also dann, ich kenne den Song, aber ich kann gerade nicht sagen, wie er... Der heißt Young Turks auf jeden Fall. Stuart Young... Young Turks, genau. Ja. Wie dem auch sei, das ist der. So, und der war im besten Bundesland aller Zeiten. Der war in Saxonia, genau, wo es keine Nazis bekanntlich gibt. Und da hat er sich für den Frieden ausgesprochen, was erstmal viele erstmal gut finden, ne? Aber hat halt auch Solidarität mit der Ukraine bekundet. Indem er sein Outfit gewechselt hat. Genau, da war auch so im Hintergrund, war halt ein großer Bildschirm, wo dann auch Zelensky zu sehen war irgendwie und Bilder von der Ukraine und hat halt den Song gesungen, Rhythm of My Heart, und das fanden halt viele Fans nicht gut, da wurde er ausgebuht, gnadenlos in Leipzig. Und man könnte jetzt irgendwie meinen, ja, muss er sich nicht wundern, der Rott, wenn das passiert. Ja, das ist doch völlig aber, klar, dass das in Sachsen gebuht wird, weil die Ukraine ist voller Nazis und die Sachsen hassen das. Natürlich, selbstverständlich. Aber er hat das wiederholt in London, glaube ich, da gab es nur Klatschen und Jubel. Aha. Das heißt quasi... Der Brexit hilft, heißt das. Der Brexit, ja. Das ist auf jeden Fall die Ursache davon, genau. Ursache und Wirkung, Kausalität und so. Ja, jedenfalls war das etwas, wofür man sich schämen muss, ne? Als so Ostdeutscher, wenn man hier so einen großen Stab wie Rod Stewart da hat, wurde einfach ausgebuht. Young Hearts run free, aber nicht in der Ukraine. Aber ich finde es eh krass, wie es Putin geschafft hat und die AfD, dass die Leute den Zelensky abgrundtief hassen und Putin feiern, obwohl ja Putin eigentlich derjenige war, der den Krieg begonnen hat. Ja, ich weiß, er hat schon viel früher angefangen. Also Kriege begonnen geführt. Werden nur in ostasiatischen Ländern. Das erzähle ich mich jetzt von dem Witz. Nee, aber sie haben es echt geschafft, dass man den Aggressor feiert und Zelensky als Bettelensky bezeichnet bei Facebook. Bettelensky, das ist ja nicht mal gut. Nee, aber es wurde... Zarenknecht, deswegen ist ein gutes Wortspiel, aber ja, was ist Bettelensky denn? Ja, Facebook ist Sachsen-Niveau, weißt du. und dass sie halt einfach wollen, dass die Ukraine kapituliert und ihnen ganze Schuld dafür geben, dass die Menschen sterben und nicht Putin. Irgendwie haben die das geschafft und ich raff das nicht. Was für krasse PR-Berater musst du haben und wie viele Fake-Bots brauchst du, um das zu erreichen? Alle. Ach so. Also die russischen Trollfarmen sind auf jeden Fall am Rotieren. Aber es ist auch auffällig, ich habe ganz oft gesehen, auch bei YouTube oder Facebook und bei Twitter, dass eins zu eins dieselben Texte geschrieben werden von verschiedenen Accounts. Ja, so. Gibt's auf jeden Fall. Ja, es ist übelst krass, wie viel das passiert. Ich will nicht wissen, was da auf Twitter jetzt los ist, nachdem da die Elon Maskarade, die Elon Maskarade angefangen hat. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass Musk nicht mehr so die krasse Macht hat. Hat halt wohl auch eine Person eingestellt, die jetzt irgendwie sich vor allem drum kümmert, ja, und so. Es hat sich wohl wieder geändert, aber trotzdem. Ich bin nicht also Twitter ist ein richtiges Shithole. Ja. Aber komm jetzt zu Fußball, komm hier. Fußball, Fußball, wir werden Meister. Schalalala, ole, 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 ole. Wir haben die geknechtet, die Schotten und die Ungarn. Es gibt noch so ein Klatschlied irgendwie. Ja, und bei dem letzten musst du dann die Hände so nach vorne machen. Stimmt. So gehen die Deutschen, die gehen. Nein, so. Ist ja schön, das ist ja das Sommermärchen, ja. EM im eigenen Land und dann kommen die Ausländer nach Deutschland und wir schießen die alle weg. Der Unterschied, warum Märchen schöner sind als Sommermärchen, weil Märchen effektiv sind. Sommermärchen ist real, leider. Also ich sag mal so, Tino. Ja? Ich weiß, ich mache ja hier auch ironisch und Hetze und haha, lol, Fußball dumm. Aber es gibt so viele Szenen, die einfach zeigen, warum das auch eine schöne Sache ist. Und diese Szenen haben alle nichts mit Fußball zu tun, sondern mit den Fans, die sich irgendwie... Du meinst den Opa, der da irgendwie einen Regenschirm bekommen hat von zwei Schotten? Auch. Ich meine auch den italienischen... Nee, den... Ich weiß nicht genau, gegen wen Italien gespielt hat, aber irgendjemand hat gegen Italien gespielt und da waren halt so zwei Fans. Oder ein... Bisschen wenig, oder? Ich sage jetzt mal, griechischer war es vielleicht sogar. Ein griechischer Fan... vor italienischen Fans und zerstört da so Spaghetti. Ja? Das habe ich gesehen, das war witzig. Ja, genau. Und die so alle, oh nein, oh nein. Keine Feindlichkeit, sondern halt dieses
spielerische, sich, das ist ja wie Krieg machen, nur dass halt keine Leute sterben, so dieses, ne, wir gucken jetzt mal, welches Land ist das krasseste hier, wir schicken unsere krassesten Soldaten. Da reicht doch der ESC aus, oder? Nein, das ist schwul. Nein, keine Ahnung, aber der Fußball hat sich natürlich durch die Unsummen etabliert, die da reingepumpt werden, aber ich glaube, das ist halt auch so vom Spiel her schon kompakt und für viele verständlich und so, aber wie dem auch sei, ja, da singt jemand, aber da, anrufen. Ja, das ist halt 3 Minuten mal ein Gesang. Hier werden wirklich Schlachten gefochten. Ja, aber es ist doch komprimiert. Die EM dauert wie lange irgendwie? 3 Monate, 2 Monate oder so? Oder ein Monat? Ich weiß nicht, auf jeden Fall viele Wochen. Ich glaube 5, 6 Wochen maximal. Genau, und ESC ist in einem Abend oder in 3 Abenden vorbei. Zack, bumm. Aber der ESC ist ja auch alle 2 Monate, nicht wahr, Dashinia? Das ist jedes Jahr und die EM ist nur alle 4 Jahre. Ja, aber die WM ist ja auch alle 4 Jahre, 2 Jahre versetzt. Guck, braucht's nicht. Doch. Und dann gibt's noch viele weitere Szenen. Ja, die Dutch People, wie heißen die komischen Leute? Die Niederländer. Wie die sich da versammeln und auch so einen niederländischen Malle-Hit quasi so alle zusammen performen. Also wirklich 2000 Leute. Mama Jantje. Nee, ein Schritt nach links, ein Schritt nach rechts und so machen die. Und die dancen da alle zusammen. Das sind halt alles geile Bilder. Oder so eine deutsche Oma, die zusammen mit britischen Fans da am Dancen ist in der Fußgängerzone. Das ist alles geil. Schön, ja. Und das schafft die EM. Und da ist für mich eigentlich fast ein bisschen egal, was da jetzt meisterschaftlich ausgefochten wird. Ja, so kann man das gerne empathisch irgendwie bewerten. Aber ich werde das lieber unempathisch und bin... Du hast halt noch nicht im Public Viewing gesessen, als für Deutschland ein Tor gefallen ist. Alles gemacht, alles scheiße gefunden. Warum? Wenn Leute sich da freuen, findest du scheiße. Nö, die können sich ja freuen. Menschenfeind. Nee, aber ich find's einfach nur langweilig. Ich war damals dabei, als es, hier 7-2 das ist ja der Punkt. Es ist doch nicht langweilig, wenn Leute sich freuen. Es kann ja für dich langweilig sein, was da für ein Spiel passiert. Aha. Aber wenn da plötzlich 1000 Leute ausrasten, also ist jetzt, das doch geil. Also nehme ich jetzt im Juli mit zu Hamlet ins Theater. Mhm. Wenn sich da 100 Leute freuen drüber über Hamlet, dann kommst du mit und freust dich über die. Und das reicht dir, das ist dann nicht langweilig. 100 sind zu wenig. Es sind mehr im Theater. Ja, aber es ist auch zu wenig. Es geht darum, hunderte Millionen Leute gucken gerade auf das Gleiche. Haben jetzt aber auch schon Millionen von Leuten gesehen in ihrem Leben. Dieser Vergleich hinkt. Nee, überhaupt nicht. Das ist vor allem gespielt, ja, und da ist eine Live-Situation. Da könnte theoretisch jederzeit irgendwie ein Bein brechen und über den Platz fliegen. Ich habe auch schon gesehen, wie jemand den Rücken gebrochen hat auf der Bühne. Hamlet, Schmamlet, Alter. Naja, ich erziehe dich nicht mehr zum Freund. Ich habe noch keins der Spiele gesehen. Ich sag nur, dass alles drumherum halt trotzdem geil ist. Ja, beim Theater auch. Alle und vielleicht sich, haben wir das auch bitter Spitz. Nötig nach der Wahl, die wir jetzt haben. Deutschland fast noch zu schwenken überall. Haben wir nein, dass Europa vielleicht im Geiste des Sports ein bisschen näher zusammenrückt wieder. Ich finde es ja witzig, wie die ganzen so Rechtspopulisten und so und AfDler ausrasten so in sozialen Medien. Weil halt die Leute in den pinken Trikots mit Menschen mit schwarzer Hautfarbe die ganzen Tore schießen und für die Siege verantwortlich sind, so großen Teil. Und das schaffen die nicht. Da schmilzt das Gehirn weg, ne? Weil die Häme war so groß, was bei der WM, weiß gar nicht mehr, wo die dann diese Regenbogenbinden hatten, wo die dann so schlecht waren, die Deutschen. Da guckt der, sie konzentrieren sich viel zu sehr auf die Politik und so und von dem wegen der Regenbogen fahren und so auf ihren Armen. Jetzt, wo sie pinke Trikots tragen und die Mannschaft so multikulti wie noch nie ist, gewinnen wir einfach. Wir, die Deutschen, gewinnen halt, ne? Du kannst ruhig wir sagen. Das ist ein schönes Gefühl, Tino. Das Wir-Gefühl. Das Bier-Gefühl kenne ich noch von die Partei. Auch. Das Bier-Gefühl. Doch, ja, ich will nicht so zynisch sein. Ich finde es ja okay. Ich freue mich darauf. Tino findet es okay, Leute. Ihr könnt aufatmen. Nee, wenn Menschen sich so freuen und Party machen und so, ist ja alles in Ordnung. Sagen es halt nicht. Also ich brauche keine Deutschlandfahnen. Die brauche ich einfach nicht. Ja, aber das heißt halt auch nur wegen der Konnotation und wegen der Schwierigkeit jetzt gerade politisch und so. Wenn da ein Italiener kommt mit seiner Italienfahne, regst du dich ja nicht. Natürlich auf. Nicht. Weil auch und ich weiß, dass Deutschland eine schwierigere Vergangenheit hat. Ja. Wir haben einen Bezug zum Patriotismus als die Deutschen. Aber ich finde, innerhalb der EM sollte das okay sein. Ich finde es weiterhin natürlich total dumm, stolz auf den Ort zu sein, wo man geboren ist, einfach nur deswegen. Ja. Ja. Aber man geht ja mit dieser Fahne hin, um die Mannschaft irgendwie zu supporten. Da kann man auch kann man auch eine Fahne für die Mannschaft entwerfen. Der ist doch irgendwie auch die Mannschaft oder so. War das ja auch so ein Ding bei vor der WM, dass irgendwie Name ausgefochten werden oder gefunden werden musste für diese Nationalmannschaft. Da hat man Millionen irgendwelche Firmen gesteckt. Was kam am Ende raus? Die Mannschaft. Ja. Voll krass. Nicht mal wie Traktor Deutschland oder so oder
Oder die Himbeerpiraten-Nähe. Was kam raus? Ich glaube, das hat sich auch nicht so lange gehalten. Ich glaube, dieses die Mannschaft-Ding ist vorbei. Ja, ist noch schlimmer, oder? Wenn es nicht mehr gehalten hat. Moment, Tino. Wir wollen jetzt nicht so viel über Fußball reden. Ach, du hast so angefangen mit Fußball. Es sind halt wirklich wilde Sachen die Woche passiert. Wir haben uns jetzt ganz viel mit Nichtigkeiten wie der EM aufgehalten. Ja. Ja. In Hamburg ist ein Typ mit einer Axt rumgerannt. Hast du das mitbekommen? Das ist doch öfter mal der Fall, oder? Pff, Rote Flora oder so, keine Ahnung. Aber ja. Nee, ist es nicht. Das war auch irgendwie... Was war denn das? War das eine Demo oder so? Ist mir scheißegal. Auf jeden Fall wurde der niedergeschossen. Ach so, ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch lebt oder was da los ist. Auf jeden Fall hat der Leute mit einer Axt bedroht. Das Signifikante dabei ist, dass es sehr stürmisch war und ein Polizist hat halt versucht, den mit Pfefferspray zu besänftigen, sag ich mal. Komm runter. Ja, und komm, hat halt runter, gegen den Wind gesprüht und seine ganzen Kollegen haben das abbekommen und der Typ nicht. Ja. Das war halt wirklich Klassiker. Großartig. Ja. Hamburg Axt. Ich muss kurz nachgucken. Da gibt es auch Videos, wo so Bullen das Pfefferspray falsch rumhalten und sich selbst ins Gesicht sprühen. Das ist großartig. Genau, der sagt auch noch, schieß doch. Angreifer von St. Pauli. Angreifer nahe EM-Fest in Hamburg niedergeschossen. Ich sehe gerade nicht, ob der noch lebt. Ja, das gab's, stimmt. Naja, das ist auf jeden Fall ein Event gewesen. Also es wird relevant, was hier so in Deutschland passiert. Nicht aber so relevant, wie vielleicht Dinge, die in Frankreich basieren. Das will ich einmal kurz sagen, weil als ich das gelesen habe, du, da haben mir die Ohren geschlackert. Haltet euch an euren Sitzen fest, es wird unangenehm. Eine 12-Jährige, das ist der letzte Moment, in dem ihr vielleicht eine Minute die Ohren schließen könnt. Eine 12-Jährige wurde von einem 13-, einem 12- und einem 14-Jährigen vergewaltigt, weil sie Jüdin ist. Ah. Ja. Also, sie hat ihre Religion versteckt vor ihrem Ex-Freund, der einer von diesen dreien war, und wurde deswegen brutalst zerwurstelt. Und jetzt wird natürlich sehr gefordert, dass da irgendwie mehr passiert. Es gibt auch noch einen anderen Fall, ich glaube in England war das, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, wo eine schulisch irgendwie ausgeschlossen wurde, wegen ihrer jüdischen Abstammung oder Gesinnung, was auch immer. Und das ist natürlich schwierig und das ist so dumm, weil das alles diese Debatte wieder verwässert, weil jetzt muss man natürlich alles, was da rum jetzt berichtet wird, muss extra aufpassen, dass man jetzt, ne, dass sich so vermischt, ja, Israel-Politik oder irgendein Netanyahu oder so. Da haben ja auch dann die Menschen nichts zu tun, die einfach die Jüdisch sind. Ja, das ist halt irgendein kleines Mädchen in Frankreich, die nichts mit fucking Israel zu tun hat. Aber das siehst du doch auch, dass der Antisemitismus überhaupt nichts unbedingt zu tun haben muss mit Israel. Ne? Ich meine, der Antisemitismus ist ja schon sehr, sehr alt und immer schon präsent gewesen. Und natürlich hat jetzt dieser aktuelle Konflikt dort nochmal befeuert. Aber der war ja an sich immer da, der Antisemitismus. Ja, natürlich. Aber das wäre wahrscheinlich, dieses Happening wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn dieser krasse Israel-Konflikt wahrscheinlich, das stimmt, nicht wäre. Befeuert es gerade leider. Ja. Und das ist einfach halt ekelhaft. Echt, das ist einfach nur dumm. Und die war 12 und ihre Ex-Freundin auch. Die ist immer noch 12, aber ja. Und da sind in so einer Hütte schlimme Dinge passiert auf jeden Fall. Und Macron ist natürlich auch erschüttert und hat direkt gesagt, jetzt müssen wir aber hier eine ganz harte Kante. Und da habe ich dann halt auch wieder die Sorge, dass es dann diese ganze Debatte verwässert, weil da werden halt gerade auch 12-Jährige weggebombt zu Tausenden und dann ist es auch okay, das zu kritisieren. Schwierig. Lass uns lieber zu fröhlichen Sachen kommen, wie dem N-Wort. Ah ja. Nein, natürlich nicht, aber auf Twitch sind auf jeden Fall wieder die Dinge am Brennen. Und es gibt noch die Partnerplattform Kick. So. Also auf Twitch gab es so den... K-I-K? Ist dieses Kick oder diese... Nee, K-I-C-K. Ah ja, okay. Ehemals BlockTV, glaube ich. Kenn ich nicht. Wie dem auch sei. Auf Twitch gab es nur so ein, zwei Leute, die den Tod von einer Fanbase gefordert haben. Also so ein Typ, der länger mal gebannt war und jetzt wieder da ist und gesagt hat, hier die Juicer, die Fans von XQC sollen alle erschossen werden. Da macht Twitch nichts gegen. Das ist auf jeden Fall. Aber das Krasse, was rauskam auf Twitch, ist Information über die Plattform Kick. So, da hat nämlich eine gesagt, und zwar die Streamerin Kaide, keine Ahnung, wie man die ausspricht, ich kenne die alle nicht, ist mir egal, dass Kick gesagt hat, wir können die für ein
für einen niedrigen Preis abwerben. Die hat Krebs. Das ist jetzt meine in Klammern Information. Das ist Streamerin. Die Streamerin hat Krebs und deswegen sagen die, die können wir für einen billigen Preis abwerben, weil sie denkt, sie stirbt bald und will besonders viel Geld für ihre Familie sichern. Das wurde aber nicht öffentlich kommuniziert. Das ist irgendwie so rausgekommen. Schwierig. Und ein anderer hat noch veröffentlicht, dass im Headquarter von Kick, also die ganzen Leute, die Programmierer da, die da zusammensitzen, dass da sehr oft das N-Wort mit einem sehr harten R gesagt wird. Mhm. Also die Plattform an sich ist ja schon hart in der Kritik seit eh und je, weil da halt wirklich alles... Das 8chan von, Das 8chan von Streaming quasi. Ich dachte nur an 4chan, aber 8chan, ja. Ja, da geht quasi alles durch, so. Gibt's auch eigentlich 12chan inzwischen? Ja, das können wir ja machen. Nee, 4chan, 8chan, 16chan. Es gibt noch irgendein anderes, aber frag mich nicht. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr wild, was da... Nicht cool, ich hoffe, dass es da Konsequenzen gibt, denn das ist auf jeden Fall sehr unlauter. Was sie da gemacht haben. Das ist unlauterer Wettbewerb, den Krebs einer Frau so auszunutzen. Ja. Mhm. Was auch ausgenutzt wird, ist, sind die sozialen Medien und ausländerfeindliche und antisemitische Beiträge. Mhm. Es gab wohl einen ersten Fall von, ein Mensch wurde gekündigt, weil er einen antisemitischen Beitrag geliked hat. Es war ja bisher immer so das war aus Versehen. Das kann man immer behaupten, aber bisher war ja immer so ein bisschen der Gedanke, dass man Konsequenzen erwarten muss, wenn man Beiträge, die antisemitisch und rassistisch sind, wenn die geteilt werden. Ne? Wenn man die selbst teilt, wenn man die selber schreibt. Es gab wohl ein erstes Urteil, dass auch ein Like eines antisemitischen Beitrages schon zu einer Kündigung ausreicht. Auf Twitter ist das ja eigentlich immer gang und gäbe gewesen, dass Leute in ihre Bio reinschreiben, ein Like entspricht nicht einer Zustimmung. Naja, das kommt drauf an. Also es gibt ja auch so Nachrichtenportale oder so Tagesschau und so N24, die haben ja auch Instagram-Accounts, Facebook-Accounts, Twitter und so. Und nur weil du einen Beitrag von den Likes, eine News-Likes, wie zum Beispiel 12-Jährige wird vergewaltigt, findest du es ja nicht geil, was da passiert ist, sondern du likest die Berichterstattung quasi. Ja. Das meine ich doch damit, oder? Und nicht? Ja. Aber also ich finde das System von Reddit gut, auch wenn das in der Praxis nicht ganz so funktioniert. Aber der Upvote soll nicht für Zustimmung stehen, sondern für Sichtbarkeit. Mhm. Und wenn zum Beispiel jemand eine Debatte startet, ey, ich finde Inception ist ein scheiß Film, ja, und jemand kommentiert dann drunter und sagt, ja, ich finde den auch scheiße, weil, ja, und ganz viele Leute finden das aber blöd, was er schreibt, müsste das in der Theorie trotzdem abgewortet werden, wenn es valide ist. Ach so, das rafft ja auch nicht jeder. Ja, natürlich rafft das, aber dieses System, als Zustimmung. Das so zu verstehen, finde ich eigentlich ganz gut, auch wenn es nur eher Theorie ist. Es gab zwar auch den Fall, dass eine Professorin, ich weiß gar nicht, an der TU Berlin gab es eine Uni-Präsidentin, und die hat wohl auch antisemitische Posts geliked, wobei ich auch jetzt hier nicht weiß, was für Postings gewesen sind. Aber sie wird nicht gekündigt, weil Aufsichtsrat an ihr festhält und sie hat einen Beamtenstatus. Und da kann man wohl ganz schwer gekündigt werden wegen solcher Beiträge, während ein anderer Mensch, der einfach nur Angestellter ist, bei ihr wurde wohl gekündigt für dieselben oder für ähnliche Postings, die er geliked hat. Ne? Also das ist auch nochmal so ein Gefälle von Beamtenstatus und Angestellter. Wobei ich finde, dass man da echt nochmal irgendwie einen Zusatz aktivieren sollte bei Beamtenleuten. Ja, okay, ich verstehe, dass die einen besonderen Kündigungsschutz haben sollten, aber sobald es irgendwie antisemitisch wird oder irgendwie grundgesetzfeindlich, kritisch wird, sollte man das irgendwie aushebeln können. Einfacher, finde ich. Meine Meinung. Gut. Dumm. Stonehenge, ja, kennst du? Ja, hab ich auch. Hast du auch. Als, nee, nicht hier. Weil da muss ich langsam mal, also da muss ich drüber reden. Da reden wir drüber. In Bezug zu was anderem. Also, Stop Oil, Just Stop Oil heißen die. Ich dachte, die heißen nur Stop Oil. Eine Umweltorganisation. Genau, die hat Stonehenge vandalisiert. Nicht wie ich dachte, die Osterinsel, das mit dem Kopf, sondern Stonehenge ist... Ich habe da so einen Clip, wo ich mir mein T-Shirt übers Gesicht ziehe und dann sage, ich bin Stonehenge, aber ich meine die Osterinseln. Okay, witzig. Mit diesen komischen Köpfen da. Wie dem auch sei, die haben da vandalisiert. Und zwar das Übliche, die orange Farbe dran zu schmieren. Leute haben gesagt, hey, also ich kann mir langsam echt vorstellen, dass die großen Ölkonzerne mit Absicht diese Leute bezahlen, damit die sowas machen, weil das halt image-technisch super scheiße ist. Zum anderen,
Also ein bisschen ist es bei mir geschiftet, weil ich erstens nicht so diesen religiösen Bezug habe und zweitens mir denke, yo, ist cool, dass da so Steine sind und es ist mysteriös, wie sind die da hingekommen? Wieso religiös? Naja, nicht religiös, aber also diese Steine anzubeten ist vielleicht das falsche Wort, aber das so, das hat schon ein bisschen was Esoterisches. Also, okay, da ist ein Kult drumherum. Ja, also das, ne, der Mathematiker stellt sich jetzt eher davor und sagt, okay, wahrscheinlich haben sie hier eine Seilwinde angebracht und so und der Rest ist mir egal. Und Leute, die da so ein bisschen verbunden sind, sagen, oh, das ist hier, das ist jetzt, ne, mir ist es einfach egal, das sind halt Steine für mich, ja. Und trotzdem sage ich, natürlich ist das total dämlich, weil das die viel bessere Variante wäre, halt zu den Ölkonzernen hinzugehen und denen da auf die Türschwelle zu scheißen und das zu filmen oder sowas. Aber gleichzeitig ist in mir bei dem Ding auch so ein kleiner Schalter umgekippt, weil ich mir auch denke, ja gut, aber wenn wir halt nicht, wir gehen jetzt mal davon aus, sie sind nicht von den Ölkonzernen gekauft, sondern handeln im besten Gewissen und wollen halt die Alarmglocken läuten. So, und dann denke ich mir, wenn wir halt nicht auf diese Alarmisten hören und dann eh hier Sandstürme, Hitzewellen, Flutkatastrophen, alles über die Erde schwappt, dann sind die Steine auch RIP. So. Ja, sind die egal, ja. Dann sind die noch mehr RIP, als wenn da ein bisschen Farbe dran ist, ja. Auch wenn die Farbe vielleicht ein bisschen den Stein abblättert oder so, was weiß ich. Und deswegen denke ich mir, gerade bei diesem Stein, also dann noch eher bei dem, wo es auf die Gemälde ging, weil die hat halt jemand geschaffen, die einzigartig sind. So Steine kannst du theoretisch immer wieder so machen. Nee, es ist auch einzigartig letztendlich. Ja, es ist in seiner Form einzigartig, klar. Aber die haben ja auch Bilder, und die haben ja auch Bilder angegriffen, die auch in der Plexiglasscheiben waren. Ja. Das war ja alles irgendwie noch okay. Ich finde es trotzdem alles nicht so gut wie die Firmenwägen oder die Hauptzentralen von den wirklichen Verantwortlichen da anzugreifen oder von mir aus Politiker, die irgendwie da Lobbyarbeit betrieben haben, was weiß ich, angreifen im Sinne von ansprühen halt, ne? Ja, aber trotzdem denke ich mir, es sind Steine und cool, wenn wir nichts machen, dann sind die Steine verschütt oder enden so wie, nächste Nachricht, die Leute, die nach Mekka gepilgert sind, denn über 500 Leute sind verreckt in der brütenden Hitze. Weil es richtig heiß war, genau. Von Ägypten aus nach Mekka gestartet, die hätten vielleicht den Wasserweg nehmen sollen, dann hätten sie vielleicht ein bisschen Abkühlung. Da gibt es einen Wasserweg und einen Sandweg oder was? Naja, du kannst entweder oben lang laufen nach Saudi-Arabien rein oder wenn du aus Ägypten kommst, da übers Wasser schippen. Ah, okay. Und es war aber so heiß durch die Wüste. Mekka ist halt eine Wüstenstadt. Und der Weg dahin jetzt auch nicht unbedingt von der Pappel gepflanzt. Ja. Da sind halt über 500 Leute gestorben und die Zahl geht wahrscheinlich noch nach oben statt nach unten. Na klar, man muss eben sagen, dass solche UmweltaktivistInnen wie jetzt hier, wie heißen sie, Stop Oil oder so? Ja, Just Stop Oil. Just Stop Oil und Fridays for Future und so weiter, dass sie ja recht haben. Ne? Ich meine, man kann ja ihre Aktivitäten in Aktivismus kritisieren, in so wie sie es machen. Das ist sicherlich auch nervig, wenn man da irgendwie gefangen ist im Stau und muss irgendwie dringend irgendwo hin, kann ich verstehen. Aber du kannst ihnen eins nicht nehmen, sie haben recht inhaltlich. Ne? Und wie ich auch mitbekommen habe, es gab auch richtig viele, die sich jetzt auch meiner Bubble gegen diese Aktion mit Stonehenge positioniert haben, weil sie halt sagen, also jetzt reicht's, wenn ihr solche Weltkulturerben, weiß nicht, ob das eins ist, aber solche wichtigen, einzigartigen Sachen beschädigt. Aber ich habe auch dann wiederum gelesen, dass es wohl Biofarbe ist, abwaschbar, beim nächsten Regen ist wieder weg. Also es geht echt nur um diese Aktion, das aufzuzeigen. Ne? Also deswegen, Leute, kommt runter und befasst euch mal lieber mit den Inhalten. Wie gesagt, selbst wenn der Stein da irgendwie ein bisschen porös wird oder so auf der Oberfläche, mein Gott, es ist... Es wird mit Hagel passieren. Aber auf der Kehrseite haben sie auch völlig geschafft, was sie wollten, nämlich die Aufmerksamkeit. Und das ist ja auch was wert. Und trotzdem, ich sage es jetzt das dritte Mal, ist es natürlich sehr viel cleverer, die tatsächlichen Schuldigen anzugreifen. So, und vielleicht sorgt das auch für Aufmerksamkeit. Aber trotzdem, Steine. Ich bin selbst betroffen gewesen vom Klima und Unwetter. Das war jetzt großes Unwetter gewesen die letzten Tage. Und meine Mama wollte mir Kirschpfanne machen, eine vegane. Nein. Und hat gesagt, ich kann auch erst morgen Kirschen pflücken vom Garten, weil wir haben einen eigenen Kirschgarten. Und dann kam der Hagel. Nein. Und hat alle Kirschen ruiniert. Das ist so. Ich habe jetzt keine Kirschpfanne bekommen, wegen des scheiß Klimas. Wegen euch, da draußen, die Verbrennerautos fahren müssen, die
fliegen müssen, jeden Monat einmal nach Mekka und so. Ja, die großen Konzerne ExxonMobil und wie sie alle heißen, die vor 50 Jahren schon genau wussten, was passiert und das unterdrückt haben, dass das rauskommt. Und nee, weil er kein Müll trennt deswegen. Weil er kein Müll trennt, weil er Fleisch isst. Das ist das große Problem. Und nicht die Konzerne. Ja. Ja, ja. Aber was ein viel größeres Problem ist als das, weiß ich noch nicht, wohin ich gerade überleite. Ich mache erstmal mein Handy, ich entsperre mein Handy. Ich fange an zu reden, was gar nicht, wo ich aufhöre. Ja, das ist super geil, wenn man eine Überleitung anfängt und dann guckt, worüber leite ich denn jetzt eigentlich über. Aber Leid ist das richtige Thema, denn Berlin hat gelitten unter dem Streamer iShowSpeed. Der hat nämlich beim berühmten Döner Pissemann, ich weiß nicht, wie er heißt, tut mir leid, selber Döner rausgegeben und das Dönerfleisch geschnitten. Und da waren einfach hunderttausende Leute, also so viele nicht, keine Ahnung, aber halt von seinen Fans, ist so ein amerikanischer Streamer, relativ jung auch noch, ist das auch für Kontroversen bekannt. Ist das der jetzt seinen Pimmel gezeigt hat aus Versehen? Auch, glaube ich. Ah, spannend. Ja. Habe ich gesehen, habe ich nur nachgeguckt danach, weil ich es lustig fand. Hat tatsächlich viele Fans in Berlin, wie es scheint, und der hat halt Donner, ja, der Döner, und ist dann quasi dahin gegangen zu diesem, ich weiß halt wirklich nicht, wie er heißt, aber so ein berühmter Döner in Berlin, und ist dann auch bei dem reingekommen, oder also der Besitzer hat ihn reingelassen, das ist so ein kleiner Wagen quasi, und dann hat er halt da rumgeschnitten und du siehst halt, die Kamera schwenkt nach draußen, wie da einfach tausende Leute stehen. Mhm. Einfach insane. Ey, der kann den Tagesumsatz da ändern, ne? Wenn da wieder irgendwelche, nicht Firmen, irgendwelche Läden pleite sind, einfach hier ihr iShow Speed ranholen, Logan Paul oder so, die machen da Aushilfsjob einen halben Tag und da ist die Kasse wieder geklingelte voll. Quasi das, was Tarantino mit diversen Schauspielern gemacht hat. Echt? Ja. Ich habe auch noch gesehen, dass dieser iShow Speed, ich weiß gar nicht, wie er heißt, bevor du es gerade gesagt hast, da gab es auch einen Clip, wie er in Berlin auf Fahrradwegen gelaufen ist und Leute ihn so dann bedrängt oder so angebrüllt haben, hey, das Fahrradweg, Lingeling, und er hat dann so versucht, sie nachzusprechen, so, ja, Fahrradweg und so, und hat das einfach nicht gerafft. Und der ist auch bei WWE aufgetreten letztens, der ist hat Logan Paul unterstützt, aber hat trotzdem verloren, Logan Paul. Pisser. Ist das nicht der auch bei dem Interview mit Trump hat? Ich glaube. Ja, genau, hat er auch gemacht, ja. Kommen wir ganz kurz zu Trump, wenn ich gerade da bin. Es gibt einen gewissen Tim Scott, das ist ein afroamerikanischer Politiker und der hat so den Ruf, ganz viel Geld bei Millionären und Billionären, Milliardären, Billionärs locker zu machen. Und der hat jetzt für die Trump-Kampagne ganz viel Geld auf einmal geholt und jetzt ist es sehr wahrscheinlich, oder ne, was heißt sehr wahrscheinlich, sei trotzdem schwarzer Trump, würde keinen Schwarzen nehmen, ich sage jetzt mit Absicht Trump. Aber ich sag mal so, es sieht gerade eh nicht so gut aus für Biden. Und wenn der jetzt noch einen schwarzen Vizepräsidenten ernennen sollte, würde das tatsächlich noch finsterer aussehen, denn aktuelle Umfragen sagen, dass afroamerikanische Wähler unter 50 krass abwandern von Biden. Also natürlich, trotzdem hat Biden da noch, ich glaube, 71%, aber historisch gesehen waren die Demokraten immer so bei über 90% des Black Votes. Mhm. Und das wandert gerade durch die unter 50-Jährigen hart ab. Ein paar gehen auch zu RFK. Das ist quasi der Liberal, der antritt, aber das ist ja nicht so relevant. Aber viele sagen es ja auch, Trump, das ist mein Mann. Auch POC, also auch Menschen, die jetzt die Schwarzen. Na, das ist nochmal was anderes. Bei Latinos ist das auch geschiftet auf jeden Fall. Latinos tendieren auch ein bisschen zu Trump, aber das ist auch ein bisschen komplexer, weil wenn die irgendwie so aus dem Süden, Mexiko und so kommen, sind die ja auch traditionell ein bisschen konservativer. Naja, aber du musst ja auch irgendwie. Wissen die nicht, dass Trump eine Mauer bauen will zu Mexiko? Ja, aber die sind ja in Amerika, also in den Vereinigten Staaten und von daher. Aber ist nicht Kamala Harris Nummer 2? Ja, bei beiden. Es geht ja um Trumps VP. Ach so, also er müsste ja. Mike Pence wird ja nicht nochmal, der soll ja gehängt werden, laut den Aufständischen vom 7. Januar. Also müsste Trump den Schwarzen aufstellen, um irgendwie das noch zu. Nee, der müsste nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das macht, weil der ist halt intrinsisch so rassistisch. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er das macht. Aber ich glaube, es wäre politisch ein guter Move, weil dann halt tatsächlich noch mehr Schwarze sagen, oh, jetzt erst recht, so. Ja, das kann sein. Die vielleicht gerade on the fence sind. Was natürlich total Quatsch ist, nur jemanden zu wählen, weil, der hat da jemanden mit schwarzer Haut irgendwie nominiert für Vizepräsident. Inhalte, aber Leute, Inhalte. Soll gar nicht so lang sein. Aber es gibt wohl also auch ein TV-Duell.
was angekündigt worden ist zwischen... Wird Armin Laschet jetzt Kanzler? Nee, Biden und Trump. No. Das tut mir leid. Und zwar soll eine erste Debatte am 27.06. stattfinden, also jetzt kommende Woche, in wenigen Tagen. Es soll 90 Minuten sein, kein Publikum. Und sie haben gelernt aus den Zwischenfällen, als Trump immer reingeredet hat, beim letzten Mal. Das Mikrofon wird an und ausgestellt. Also wenn nur der redet, hat quasi ein anderes Mikrofon, ein eingeschaltetes Mikrofon. Ein aktiviertes. Genau, und die Kandidaten erhalten nur einen Stift, einen Block Papier und eine Flasche Wasser. Ja. Und während der Werbepausen dürfen sie keinen Kontakt zu ihren Mitarbeitenden haben. Das sind schon harte Regeln. Ich bin gespannt, ob sich da die Leute alle dran halten werden. Erwartungsgemäß kommt es immer anders, als man denkt. Aber wenn das alles so ist, würde ich schon sagen, dass das unterm Strich Biden sehr viel hilft. Würde ich nicht sagen, weil ich glaube, Trump kann viel behaupten. Und wenn du aber niemanden hast, der Biden dabei hilft... Also eine Moderation gibt es doch trotzdem noch. Naja, aber machen die Faktenchecks? Kann sein. Weil wenn jetzt Trump in der ersten Halbzeit... Gab es auf jeden Fall schon. Wenn Trump in der ersten Hälfte Müll labert... Und Biden weiß das ungefähr. Okay, das hat nicht gestimmt. Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, wie es richtig ist. Könnte er sein Team fragen in der Werbepause. Hier, wie ist denn das nochmal mit Dingsbums? Dann kann er ihn nämlich korrigieren. Denn ich glaube, dass solche Mechanismen auch ganz viel den Lügenden helfen. Das ist ja nun mal die Trump-Fraktion. Also ich möchte, dass Biden sich ordentlich den guten Stoff reinpumpt, damit er fit ist, nicht durchhängt und dann... Beide schlafen einfach macht ein. Macht der Mann das. Beide schlafen ein einfach. War ja auch so, dass sie irgendwie, also Trump hat ihn angefordert, ey, lass doch mal hier so einen kognitiven Test machen. Dann hat er den Arzt falsch benannt, der das schon mal bei ihm gemacht hat, Trump? Statt Johnson Jackson oder sowas. Ja, Jackson Johnson. Also er hat quasi den Namen vergessen von dem Arzt, der für seinen Gedächtnistest verantwortlich ist. Ist schon sehr witzig. Aber das Car, Photograph? Ja, Cameraman, Photo, TV. Toll. Woman war, glaube ich, noch dabei. Mhm. Seltenerweise. Woman war auch dabei an der Seite von Flying Uwe. Seine Frau nämlich. Ah ja, ich kenne den Namen irgendwo, ja. Ja, der ist einer aus dieser Hamburger Alberto-Gang. Wie heißt der? Hamburger Hänger damals. Ah ja, hier mit Simon Desue und so. Ich habe nie verstanden, warum Flying Uwe alleine so erfolgreich war. Aber ich unterschätze, glaube ich, auch diese Bodybuilder-Szene. Für mich ist das so, der war halt immer... von allem ein bisschen, aber so richtig, also der konnte halt so ein bisschen Kampfsport und Pumpen und so, aber der irgendwie ist das, ja. Für nichts ist der so also aus der Menge so rausgestarzt. Und seine Frau kam raus, hat gesagt, hey, das ist scheiße, ich bin jetzt Single und ich verabschiede mich von Social Media und hat dazu, Mina Schüder heißt die, hatte auch so 95.000 Abonnenten. Der Account existiert noch, aber ist halt quasi jetzt deaktiviert so ein bisschen. Also er ist aktiv, aber da steht schwarzes Bild, Account ist deaktiviert. So, und hat geschrieben, hey, ich verabschiede mich und hat damit verbunden noch so ein paar Clips von ihrem Mann Flying Uwe, was auch so ein fucking dummer Name für mich ist irgendwie. Oh, Flying Uwe, klingt geil. Doch, Flying Uwe, ich komme angeflogen, guck mal. Klingt modern. Wie er so verschiedene leicht kontroverse bis sehr abartige Sachen sagt, so unter anderem mal dieses meine Frau sagt es auch immer so, Work-Life-Balance, du bist ja nie, also ich kümmere mich um meine Kinder, aber meine Frau sagt dann auch immer, ich vernachlässige sie, also so aus alten Interviews zusammengetragen. Und am Ende halt auch sowas, Work-Life-Balance, weißt du, was das für mich ist, wenn ich abends nach Hause komme, kurz meine Kinder sehe, dann meine Frau wegflanke, richtig schön absafte, das ist für mich Work-Life-Balance, ich muss ja was schaffen, ich bin Unternehmer, weißt du, solche Sachen sind da auch dabei. Und, aber die waren heimlich gefilmt, oder wie? Nee, das waren ganz normale Interviews oder Stream-Ausschnitte. Cool. So bei Leroy zum Beispiel unter anderem im Interview. Und darauf hat er dann wieder reagiert. Und hat gesagt, ja, das geht ja gar nicht, das ist ja ganz blöd, dass jetzt hier meine Frau so Sachen öffentlich macht und so. Und das ist, man muss da an die Kinder denken, ja, die Kinder da jetzt reinzuziehen. Und das letzte von diesen drei Bildern ist ein Foto von ihm mit seinen Kindern. Mit folgendem Text, liebe Skylar und May oder Mai, keine Ahnung, Papa ist immer für euch da, wie es immer war und immer sein wird. Mama und Papa haben sich nicht verstanden, deshalb gehen wir jetzt getrennte Wege. Jetzt wird es interessant. Gesehen, stimmt. Eigentlich sollte unsere Trennung nicht in den sozialen Medien kommen, aber Mama ist gerade sehr emotional und teilt vieles. Es wird alles gut. Ich liebe euch über alles und für immer und ewig. Ich bin für immer für euch da. Das ist so
berechnen. Wer ist denn der Adressat gerade von der Story? Naja, sehen doch die Kinder nicht. Die Kinder sehen das nicht. Natürlich seht ihr das nicht. Das Wichtige ist auch, dass er hier seine Hausmarke in der Hand hat. Seine Smile Dogs oder wie die Scheiße heißt. So eine Flasche. Die Kinder sehen das natürlich nicht. Das ist alles... Das ist auf der einen Seite übelst berechnend, perfide. Auf der anderen Seite aber auch so... So ein Mindset von so einem Fünfjährigen, oh, jetzt zeige ich dir mal, was ich für ein guter natürlich, Vater bin. Ja, 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 das ist ein Masterplan. Aber jeder durchschaut das. So, und jetzt gibt es aber ein neues, gestern hochgeladenes Statement von beiden gemeinsam, aber es wirkt nicht so ganz, als würden beide dahinter stehen. Hier sind Mina und Uwe. Wir möchten uns gemeinsam an euch wenden. Wir haben beide unsere privaten Angelegenheiten in die Öffentlichkeit getragen und uns nach 18 Jahren Beziehung von unseren Emotionen leiten lassen. Wir werden nun gemeinsam einen friedlichen Weg finden, um weiterhin voll und ganz für unsere Kinder da zu sein. Bitte haltet jegliche Vorwürfe außen vor und respektiert unsere Trennung. Danke für euer Verständnis und eure Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. Liebe Grüße. Und ich würde sagen, nachdem sie halt auch irgendwie nochmal 40 Instagram-Stories hochgeladen hat mit hier Scheiße und bla, und da war vielleicht auch was, ist nicht ganz klar, dass er sie betrogen hat oder so, aber der ein oder andere Stream-Ausschnitt suggeriert das. Und jetzt wirkt es eher so, als hätte da ein Anwalt mal auf den Tisch geklopft und deswegen sind die jetzt sich einig in diesem Statement. Das sind so Sachen, das sind so Fälle, die finde ich richtig eklig. Aber auch das ist noch Teil der 2,50 Euro. Echt auch? Ach nein. Ja, das ist auch davon was für ein losgelöst. Es ist deswegen einfach nur geil. Wie weit werden uns diese 2,50 noch begleiten? Ja? Bis Weltuntergang vielleicht. Ja. Irgendwann sagt Putin dann, ach Leute, ich habe neulich was gesehen, wie dieser Simon Unge aufs Maul bekommen hat. Und da habe ich mal reflektiert, das mit der Ukraine war echt nicht so ein guter Gedanke. Das wär geil. Aber ich kenne es auch in meinem Freundeskreis manchmal, so in meiner Bubble, wenn ich dann bei irgendwelchen sozialen Medien sehe, ich habe mich von meiner dummen Freundin getrennt und so, entfolgt ihr bitte alle, müsst ihr jetzt entscheiden irgendwie, und Herzschmerz und tragen das alles so heraus und ekelhaft. So Aufmerksamkeitsding. Ich verstehe, dass man irgendwie, dass man gerade verletzt ist und man irgendwie nicht bei klaren Gedanken ist und das irgendwie teilen muss, aber hat man denn nicht irgendwem, bei dem man das ausschütten kann, irgendwie Freunde, Familie oder so? Wieso muss man das denn so öffentlich machen? Wir sind ja darauf dressiert, das über Social Media alles zu veröffentlichen und zu klären. Das habe ich vielleicht mal mit 12 gemacht bei SchülerVZ oder so, dass ich mal irgendwie einen traurigen Post gemacht habe über eine Trennung oder so. Aber das macht man auch nicht mehr mit, wie alt ist er, 40, 30? Schwierig. Der ist über 40 wahrscheinlich schon oder so, ungefähr 40. Also, ich werde erst mal rausfinden, wann genau uhrzeitmäßig das läuft hier, die Debatte zwischen den beiden. Mhm. Und gut möglich, dass ich da einen Stream zu mache und mir das währenddessen live anschaue. An welchem Tag ist es nochmal? Am 27.? 26. war es, glaube ich. 27.06. Ja. steht hier. Ach so. Uhrzeit ist halt, wenn das bei denen 8 Uhr abends ist, ist es halt bei uns 2 Uhr morgens. Stimmt. Oder so. Das ist schwierig. Das ist Donnerstag. Aha. Spannend. Mal gucken. Ja, ansonsten habe ich jetzt erstmal nichts Großes mehr hier. Ich schon, aber nicht, also nichts Relevantes mehr. Na, hau noch einen raus. Nee, ich habe es nur noch irgendwie so, dass im US-Bundesstaat Louisiana sollen jetzt immer 10 Gebote aufgehängt werden. Ah, in Schulen das, und ja, so. Ja, ist richtig, aber das wird wahrscheinlich tatsächlich vom Supreme Court weggeschmissen. Genau, das ist gerade noch in der Schwebe, genau. Der Supreme Court ist natürlich sehr, sehr republikanisch eingestellt und mag konservative Werte, aber da gibt es wirklich einen ganz klaren Fall. Das ist wirklich ganz klar in der Verfassung drin, dass das nicht geht. Bei dem überturnte Roe v. Wade, ja, das quasi abgeschmettert wurde, das ist halt nicht ganz so klar. So, da ging es um die Freiheit im Privatleben und das ist halt dann Auslegungssache. Und deswegen, also das, wenn das durchgeht, dann sind die Staaten verloren. Erst dann. Weil, naja, Zeit. Spätestens dann, es steht halt ganz klar, auch Separation of Church and State steht halt da. Da gibt es eigentlich keine Interpretationsmöglichkeiten, sag ich mal. So, und deswegen, der Staat an sich kann das machen, aber eigentlich müsste es ja der Supreme Court dann drüber stehen und sagen, das ist nicht mit der Verfassung vereinbar. Aber erst, wenn geklagt wird dagegen. Ich glaube, der Supreme Court wird ja nur aktiv, wenn geklagt wird. Ne? Ja, ist ja nicht eingreifend. Das wandert dann hoch. Vielleicht kommt es gar nicht da an, weil vorher schon der lokale Supreme Court von Louisiana das sagt. Aber ja, wäre doch geil, oder? Hier mal so 10 Gebote für uns.
Einfach, dass wir im Stream immer an Jesus denken, den ja, geilen Stecher. An Jesus denken, an Allah denken, an alle mal denken. Das ist ein unerforschter Fötus, Alter. Ein unerforschter Fetisch. Der Jesus hat ja hier so Löcher in seinen Extremitäten drin. Ah, kann man die auf verschwendige Sachen benutzen? So, jetzt haben wir alle Christen verloren. Endlich. Kenne ich aus Family Guy noch als Greg Meyer, der ist ja so ein sehr lüsterner Mensch. Mhm. Der hat dann so eine Frau kennengelernt, die hat halt durch Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs so ein Loch im Hals und er fragt ihn dann auch so: Kann er damit auch schweinische Sachen machen? Eieieiei. Okay. Wir können auch schweinische Sachen machen, nämlich die Woche bewerten, als wäre es nichts. War auch nichts, ne? War nicht so viel, finde ich. Naja, also so ein Axtmann, Kim, und das sind schon gute Memes hier. Also so ein, wie Kim und Putin zusammen mit so einem Pferdchen spielen und darüber Stonehenge in angemalt. Also ich würde schon zu einer 6 tendieren. Boah, 6 finde ich schon hart. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass Flying Uwe in seinem Ich hasse meine Frau Statement, haha, hat er so natürlich nicht gesagt, aber einen Song verwendet hat, und zwar Mockingbird von Eminem. Ah. Und gerade die Stelle Breaking Neck war halt da drin. So. Das war Zufall, glaube ich. I'm gonna break her neck. Das ist Zufall. Ja. Und es ist CSD heute, also vor euch, morgen, also vor euch war es gestern. Siehst du, es ist ja erst Freitag, der CSD Samstag kommt ja auch noch dazu. Stimmt. Und deswegen nicht 6. Wir können 6. auch... Ja, CSD ist 6. Nein, aber 6 von 10? Ich finde, okay, ich gehe mit. Ich gehe auf eine 6. Wegen diesen Warum beiden nicht? Ikonischen Bildern hier. Ja, ist ja okay. Doch, und doch. Das ist ja auch, also Kim und Putin gibt es ja noch viele mehr ikonische Bilder, weißt du? Das ist ja nur ein Stellvertreter. Ja, na doch, es hat was getan für die Internetwelt und so. Das ist okay. Da geh ist ein mit. Typ erschossen worden in Hamburg, weißt du? Und du, na, das interessiert mich nicht. Ja, wurde aber nicht so heiß gekocht in den Medien. Also, und es geht ja um die Viralität, weißt du? War, halt, mir kein, zumindest. War halt kein Moslem. Eben, deswegen war das nicht so eine riesen Nachricht leider. Obwohl, ich finde, jeder Mord. Jeder hat ein Recht, erschossen zu werden. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, dann gib mal eine 6. Hast du einen Song für die Playlist? Ich muss meinen Song revidieren. Weil ich eigentlich wollte jetzt den Song von Ghost reinpacken, aber weil wir so viel über Stonehenge gesprochen haben. Okay. Es gibt einen Song von Ilvis. Mhm. Die haben auch den Song What Does the Fox Say gemacht. Ah, ja. Die haben auch noch mehr geile Songs gemacht. Ich erinnere mich. Bin ich jetzt etwa nicht mehr online? Wo ist es denn? Ach, hier. Werde ich von Ilvis nämlich Stonehenge in die Playlist reinmachen. Einfach, um das dokumentarisch auch festzuhalten in der Playlist, was so passiert. Großes F in den Chat für diesen tollen Stein da. Die haben auch noch mehr geile Songs, so, wie hieß der nochmal? Jan Egeland, genau, Jan Egeland und so. Aber wir nehmen Stonehenge in die Playlist von Ilvis. Und ich möchte Lose Your Mind von Too Many Wizards. Lose Your Mind? So Many Wizards. Wizards. Das ist so ein geiler, flowender Song, wenn ihr euch einfach mal fallen lassen wollt in einer Wolke aus Geräusch, dann gönnt euch dieses Lied und diese ganze Playlist. Wie das Album von Die Ärzte, Geräusch. Alternativ könnt ihr natürlich auch euer Scheißhirn ausschalten und Familienfeier von KIZ hören, aber Lose Your Mind ist besser. Ich empfehle trotzdem von Ghost den Song The Future is a Foreign Land. Das ist sehr sozialkritisch und da geht es halt auch um Weltuntergang und so und wie schwierig die Zeit gerade ist, kann ich sehr empfehlen. Unempfohlene Songs unter der Playlist sind noch Reinhard Grebe mit Brandenburg und Hier kommt Alex von den Toten Hosen. Also wir haben auf jeden Fall eine gute Mischung bei uns. Hier kommt Alexanderplatz, das würde dann fast ein bisschen passen mit diesen beiden Liedern. True. Dann viel Spaß mit Stonehenge von Ilvis und Lose Your Mind von So Many Wizards. Wir verabschieden uns in die Wochenpause. War jetzt eine Woche Pause? Ja. Gut, das war einfach schön. Ja. Was euch. Das mache ich heute auf jeden Fall noch.